Leute, wir sind gerade hier am Morning Walken durch den Laden und ich finde das immer so langweilig. Erzählt mir mal bitte, soll ich euch zeigen, was wir hier einkaufen? Oder guckt ihr das bei der Marie? Okay. Und? Also, Marie hat hier meine Kamera zur Seite gezogen, weil da Leute waren. Soll ich euch zeigen, was wir einkaufen? Ja? Da ist es. Salat, Pilze, Erdbeeren. Aber ansonsten finde ich das immer voll langweilig, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare. Wollt ihr mitkommen zum Einkaufen oder nicht? So ähnlich wie immer durch den Wald gehen, denke ich auch immer so, voll langweilig. Aber schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Dankeschön. Und jetzt geht's weiter mit Shoppen. Was sind die Lieblings-Sonnenblumenkerne von Ash? Schmeiß rein. Das muss immer die sein. Der Rucksack ist voll links, weil der komisch gefüllt ist. Schmeiß rein. Das passt schon. Du kannst nur noch einen kleinen Haufen oben drauflegen. Okay. Brot, Kohlenhydrate. Also ich brauche jetzt nochmal hier was für unser Frühstück. Und zwar ein paar Beeren. Oh, was ist denn hier los? Hier gibt es Schnee. What? Dann müssen wir auf andere Beeren ausweichen. Ah doch, da oben. Dann nehmen wir die. Oder ist das zu teuer? Ich weiß es, 3,19 Euro. Naja, also für heute reicht's. Was ist hier in den Dingen los? Ich glaube, das Mann, hier ist voll der Schneesturm drin. Ja, die machen das nicht. Brauchen wir noch mehr? Ich überlege, nein, wir sind fertig eigentlich. So, und jetzt nehmen wir doch noch mal ein paar Erdbeeren mit. Himbeeren. Nee, Himbeeren. Weil beim letzten, also eine Tüte Himbeeren ist hier komplett draufgegangen für ein Himbeer-Eis-Shake. Mhm. Oder was war das? Ja. Oder wollen wir zwei mitnehmen? Vielleicht auch Erdbeeren noch? Nee, wir haben Erdbeeren. Was ist denn das andere da noch, oder? Eine Mischung. Beerenmischung? Ja. Vielleicht wollen wir die mal mitnehmen. Guck mal kurz nach den Kohlenhydraten da drin. Und how much? 4,7. Und in den Himbeeren? 5. Und jetzt noch mal kurz die Brennwerte. 441. Ja, nee, 44. 535. Was? 35 Kilokalorien pro 100 Gramm. Und 155. Und das andere waren 400 oder was war das denn? Ja, genau. Und ja, beide nicht. Besser zu, also besser. 44 zu 35. Besser haben als brauchen, ne? Die haben jetzt. Die haben weniger. Die Beeren haben weniger als die. Ja, wahrscheinlich, weil da mehr. Guck mal, das sind saure Beeren, zwischen rote Johannisbeeren, Brombeeren. Die nehmen wir mit. Brombeeren. Schwarze Johannisbeeren. Komm, pack rein hier. Das ist alles voll. Ach so. Und jetzt geht's hier voll bepackt nach Hause und wir haben gerade den Fachmann getroffen. Also im Grunde das ausschlaggebende Moment, weshalb wir nicht an unsere Tür, an die Terrassentür im Schlafzimmer rangehen. Das Wetter war auch nicht immer schön, Stückchen kalt. Ja, jetzt haben wir, wir haben direkt einen Termin gerade beim Einkaufen gemacht. Und zum Verputzen. Jetzt müssen wir an die Wand. Die muss raus. Das Fenster muss rein. Und dann wird das verputzt. Und dieser Verputzer, den haben wir eben gerade getroffen. Und haben direkt einen Termin abgemacht. Allerdings erst im Oktober. Das heißt, wir haben noch den Sommer über Zeit, uns jeden Tag damit zu beschäftigen, immer ein Stückchen immer so ein auf Stückchen der Wand rauszukratzen. Genau. Bin ja gespannt. Also irgendwie wird das schon werden. Jetzt wird ausgepackt. Also, das haben wir gekauft hier. Zitrone. Das hatten wir schon gezeigt hier. Mein Schnucki hat hier noch Ankerkraut geholt. Salat. Was steht da drauf? Gartenkräuter. Salatgenuss. Gewürz. Gartenkräuter. Leute, ich brauche eine Brille, ne? Das wird hier bald hier nichts mehr mit mir. Granulierter Knoblauch. Pilze. So, dann packen wir hier das Gefrierzeug nicht allzu weit weg. Die brauchen wir gleich hier. Die? Mhm. Und nur die? Oder? Und Bärenmischung nehmen wir auch. Nehmen wir was anderes heute. Wir nehmen heute mal einen etwas anderen Joghurt. Mal gucken, ob das schmeckt. Ich
weiß natürlich schon vorher, dass das schmeckt. Also brauchen wir einmal hier so eine Schüssel. So. Den Joghurt, nicht vergessen. Wo ist denn unser selbstgemachter da? So. Okay. Hatten wir eigentlich nicht mal gesagt, wir kaufen kein Activia mehr? Das ist aber schon länger her. Achso, das steht hier noch. Ja, eigentlich wolltest du ihn immer wieder mal benutzen für den neuen, oder? Okay, so, ich rühre das jetzt mal an hier. Guck mal, hier ist so ein bisschen Molke. Müsst du das trinken? Nee. Warum nicht? Schmeckt gut. So, einmal den Joghurt hier rein. Und dann haben wir schon keinen mehr. Dann muss ich wieder neu ansetzen für morgen. Aber wir haben schon keine Bauern mit mehr. Oh, oh. Oder? Müssen wir was holen? Shit. Einmal von Bauern. Okay, wir üben aber noch. Im Moment etwas schlecht organisiert hier. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Joghurt von früher noch nach. Das heißt, wir werden hier nicht verhungern. So, jetzt haben wir hier die Heidelbeeren hier tiefgefrorene. Und den, Moment. Das ist auch noch so ein halber, von dem Griechischen ist noch gut. Ja, das wird nicht so schnell schlecht. Mir hat mal jemand in den Kommentaren geschrieben, Adi, das ist doch noch gefroren. Ja, gerade weil das gefroren ist, kommt das hier rein. Also, dadurch wird das Ganze kalt wie Eis. Ist natürlich im Sommer besonders gut. Und im Winter backen wir uns dann Brot auf dem Ofen, ne? Ach, die Scheiße, fette Erdbeere da drin. Also, das sind alles nur so kleine Beeren hier, ne? Johannisbeeren oder was ist das? Schwarze, rote Johannisbeeren, Okay. Also, so ist es schon fast fertig. Das Walnussöl darf nicht fehlen. Auch mal einen kleinen Schuss da rein. Und hättest du Lust, mir mal die Kerne zu bringen? Ja. Oder wollen wir die weglassen? Mhm. Kerne? Mhm. Guck mal, du hast gesagt, da sind nicht mehr viele. Da sind auch noch viele hier. Beeren, ein Teppich. Oh, der Teppich wird rot. So, also, wann müssen wir noch da rein? Ach so. So. Vor Samstag haben wir drei Tüten geholt. Guck mal, das reicht noch für morgen oder übermorgen. Ja, okay. Nee, nur noch für morgen. So. Und so sieht es jetzt aus. Das wird nochmal alles durchgequirlt. Und fertig ist unser Frühstück. So sieht es jetzt hier. Das ist für meinen Schnucki hier. So sieht mein Schnuckis Frühstück aus. Da kommt dann noch hier eine Erdbeere drauf. Bitteschön. Und das hier ist für mich. Ah, komm, ich nehme auch noch eine Erdbeere drauf. So, nicht ganz so schön, ne? Aber geht auch. Und da ist mein Schnucki schnell mal weggelaufen mit der Cam, weil sie ihre Fontäne zeigen wollte. Also die hat so einen Springbrunnen im Garten installiert. Kann man bei ihr sehen. Ich mache jetzt noch mal schnell ein bisschen Joghurt für morgen. Also ich habe 1 Liter Milch hier. Die wird mal so lauwarm aufgewärmt. Ja, so ein bisschen noch. Hier ist schon mal ein Löffel Joghurt drin. Und gleich kommt die warme Milch in den Joghurt rein. Und dann muss sie bis morgen stehen. Ist der Joghurt fertig. 1 Liter aus 2 Esslöffeln. Lauwarme Milch und Joghurt zusammengekippt. Das kommt jetzt in den Joghurtmaker. Ich würde mal kurz rausholen hier. Das Ganze muss jetzt noch mal ein kleines bisschen durchgerührt werden, damit sich dieser Joghurt auch überall in der Milch verteilt. Und dann kriegen die Milchsäurebakterien oder so bis morgen früh Zeit, hier bei 35 Grad im lauwarmen einen neuen Joghurt zu produzieren, anzusetzen oder wie auch immer. So, nur noch Deckel drauf.
Rein in den Pott hier. So. Noch ein Deckel drauf. Und dann kommt das Ganze mal in die Solaranlage. So. Kann das bis morgen mit Solarstrom schön vor sich her kochen, nicht? Wirken, wie auch immer. Hört auf jetzt! Auf Kopf! Die haben sich sonst nie geschlagen, als die klein waren. Hört auf jetzt! Auf Kopf war einer überschritten, nein! Nein! Oh. Jetzt schon hat's richtig! Jetzt reicht's! Mann! Schluss jetzt! Das hat richtig geschadet. Ich fass es nicht! Lass alle Handtücher liegen! Max, schau, was läuft hier? Was machst du hier? Was macht ihr hier? Was ist das? Ich wurde angesteckt. Das tut weh! Der Tropfen! Oh nee! So, Max! Markus! Schnucki, mach doch mal was! Das ist doch voll unfair, er ist ohne Handtuch. Hör auf jetzt! Hör auf! Ist das gut? Ja, das ist gut. Bitte kein Griff, bitte kein Wurf, bitte. Time out. So, Schluss jetzt. Wir haben es alle gemacht. Man fühlt sich richtig lebendig, bin ich ehrlich. Toll. Also ich kann mich auch lebendig fühlen, wenn ich mich nicht verprügel mit anderen. Man muss auch diese Grenze gut überschreiten. Man braucht, wenn er einmal, er muss nicht einmal falsch treffen, dann kriegt er diese Wut und dann ist fertig. So einmal das Fenster auf, ich kann nicht mehr. Super. Es ist immer noch kein Solarstrom drin. Strom ist auch noch aus. Nee, geht ja. Leute, könnt ihr euch noch dran erinnern? Das sind diese zwei, die früher hier Überraschungseier ausgepackt haben, ne? Ob ihr da Minions kriegt oder was zum Zusammenbauen. Okay, dann mal los. Und ich guck mal schon mal, was bei Max zu sehen ist. Das hier ist ein Schablon. So kann man mit Stiften reinmalen. Und ich weiß, dass man mit diesen Kreisen machen muss. Na, was dann? Zum Beispiel mit Max den, ich hab den. Ja. Dann muss man den so drehen, wenn einer da sich so nach da lenkt und dann den anderen so vom Tisch runterfegt, dann hat er gewonnen. Ja, dann hab ich zum Beispiel gewonnen. So, das sind unsere zwei Minions-Eier. Leider sind da keine Minion drin, aber coole andere Sachen. So, das Video ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, geht uns einen Daumen hoch, schreibt uns Kommentare. Dann möchtet ihr uns auf Twitter, Facebook oder Google Plus. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tipp, Tap, Tube. Das ist Max. Und das ist Ash. Tipp, Tap, Tube. Was? Und was ist jetzt? Und jetzt schon mal zu los. Los jetzt, das wird mich nicht hauen. Hallo. Ich will auch schlafen. So, jetzt kurz. Nein, bitte. Jetzt kurz. Ich komme. Ah! Oh, okay.